Ja, verwalten heißt für mich einfach, Dinge abzuarbeiten, zu tun, und gestalten heißt, sich zu überlegen, wie es anders gehen kann, kreative Wege zu finden. Die einen verwalten, die anderen gestalten. Ich glaube, Arbeitsverhältnisse müssen gestaltet werden, nicht verwaltet werden. Die Dinge verändern sich und von daher, wer heute nicht gestaltet, der hat morgen nichts mehr zu verwalten. Ich denke, ich bin HR-Verwalter, weil ich arbeite in der Personalabteilung und verwalte sozusagen die Mitarbeiter. Also muss ich wahrscheinlich durch die blaue Tür. HR-Gestalter ist wahrscheinlich Personaldienstleister, die für uns arbeiten. Ich habe erst gar nicht bemerkt, dass es dort einen Unterschied gibt. Aber als ich dann sah, es ist die Tür der Verwalter, war mir klar, nein, ich muss ja durch die andere Tür, nämlich der Gestalter. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja, die Überlegung dabei war, also erstmal habe ich das vorher noch nie gesehen, das war ja in all den Jahren vorher nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, bei Vertriebstrainings, die ich also anbiete, ist wahrscheinlich Gestalten das Näherliegende. Ja, ich denke, der HR-Verwalter ist das, wo wir herkommen. Wir haben früher mal gesagt, HR ist so der Wegmacher. Problemlöser und Gestalter ist halt das, was in die Zukunft gerichtet ist, und das ist eigentlich das, was wir sein wollen, was unser Rollenverständnis ist. Insofern gehe ich natürlich durch die gelbe Tür.